Das Seminar heißt Reden ist Silber, Zeichnen ist Gold. Es beinhaltet Methoden und Techniken für alle, die sich absolut untalentiert halten, auch nur ein A3-Blatt zu treffen. Und es beinhaltet einerseits mal, welche Stifte nehme ich, das ist ganz wichtig, dass wir da Profimaterial verwenden. Es beinhaltet viel Mut für die Teilnehmer, weil es traut sich ja niemand zu zeichnen und da versuche ich die ein bisschen kreativ anzuschieben und dann verrate ich natürlich auch noch ein paar Tricks, wie man ein Figürchen hinkriegt, das ein bisschen Schwung hat und Charakter. Also ein Ziel ist es, die Teilnehmer besser zeichnen lernen, aber ich glaube, das Hauptziel ist, dass sie mehr Freude dran bekommen, weil wenn man Freude hat im Zeichnen, dann zeichnet man öfters und wird besser und das gibt dann wieder Freude, wenn man ein hübsches Werk in den Händen hält. Der Nutzen des Seminars ist, dass in einer Welt, wo ja jeder total spezialisiert ist, ein Experte auf seinem Gebiet, ist es immer wichtiger, dass wir das Laien, und das können auch Geschäftsleiter oder andere Experten sein, dass wir denen Sachen sehr einfach und schnell vermitteln können. Der Kurs eignet sich für alle, die viel kommunizieren müssen oder komplexe Sachen kommunizieren müssen, für Manager, die Veränderungssituationen coachen, die Leute an Bord kriegen müssen. Für solche Leute ist die Bildsprache ein Segen. Die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren sind, dass man sich mal erstens traut zu zeichnen. Und das habe ich jetzt über 1000 Mal hingekriegt, dass die Leute die Angst vor diesem Zeichnungsstift ablegen konnten. Zweitens ist es sich eine gewisse Technik anzueignen, ein visuelles Vokabular, dass die Begriffe, die ich täglich brauche, dass ich die in nützlicher Zeit hinkriege. Und drittens ist noch ein Faktor, dass man es schafft, zum Beispiel mit Storytelling ein trockenes Thema zum Leben zu erwecken und andere zu überzeugen. Mein beruflicher Hintergrund ist ganz klassisch. Ich habe als Elektroingenieur gestartet und habe dann gemerkt, dass eigentlich das Problem der Technik nicht ist, dass es nicht genug Ingenieure gäbe, die die gute Technik machen, aber es gab kaum einen, der das einem Laien hätte verklickern können. Und für gute Technik ist halt auch der Dialog mit den Anwendern wichtig. Und so kam ich eigentlich zum Zeichnen.